Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es dieses leckere Gericht mit Sellerie und wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran. Für das leckere Selleriegericht verwende ich eine klein geschnittene Karotte, 150 Gramm Hackfleisch, etwas Blattpetersilie, eine klein geschnittene Zwiebel und eine klein geschnittene mittelgroße Kartoffel. Dann habe ich noch einen Esslöffel Tomatenmark, 130 ml Orangensaft, das war der Saft einer Orange, Salz, Pfeffer, Olivenöl und selbstverständlich Sellerie. Ich hatte eine sehr große Sellerieknolle, die wog ungefähr 900 Gramm und das war mir zu viel. Da habe ich nur die Hälfte benutzt und die andere Hälfte habe ich eingefroren. Und jetzt können wir auch schon gleich loslegen. So, ich fange an, indem ich erstmal die Zwiebel ein bisschen anbrate. Dazu nehme ich ein bisschen Olivenöl, so circa 2 Esslöffel. Jetzt schön. Jetzt kommt das Hackfleisch dazu und ein bisschen Salz. Die Karotten. Etwas frisch gemahlener Pfeffer. Das Tomatenmark. Die Kartoffeln. Und der Orangensaft. Dann noch ein Glas Wasser. Und die Selleriestücke. Ich tue jetzt noch ein Glas Wasser dazu. Ich guck mal. Ja, noch ein halbes. So, das waren jetzt insgesamt ungefähr 300 ml Wasser. Das war's auch fürs Erste schon. Jetzt decke ich den Topf zu und lasse es bei geringer Hitze so circa 15 bis 20 Minuten köcheln. Und dann gucke ich mal, ob die Kartoffeln und der Sellerie schon weich genug sind. Und ganz zum Schluss wird nur noch gehackte Petersilie raufgetan und das war's eigentlich auch schon. Super einfach und schnell gemacht. Also wir sehen uns in 15 Minuten. 15 Minuten sind jetzt um. Das sieht auch schon ganz gut aus. Ich kann mal gucken, so Sellerie. Ja, schön weich. Und die Karotten auch. Ja, wunderbar. Und das ist jetzt auch schon soweit fertig. Jetzt tue ich nur noch die gehackte Petersilie dazu. Das leckere Selleriegericht ist jetzt fertig. Probiert dieses leckere Rezept unbedingt mal aus. Es ist super schnell gemacht und schmeckt wirklich total lecker. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.